Hallo und herzlich willkommen im Wald, wie man am Untergrund bzw. Hintergrund dieser Dose wohl hoffentlich unschwer erkennen kann. Ihr kennt meine Survival EDC Everyday Carry Dose hoffentlich noch. Das entsprechende Video dazu ist noch nicht lange her. Und ich hatte euch gefragt, ob ihr irgendwelche Verbesserungsideen habt, was man denn da noch besser machen kann, was eurer Meinung da drin noch fehlt. Dazu gab es einige teilweise ganz tolle und wahnsinnig ausführliche Kommentare. Ich bin begeistert. Herzlichen Dank an alle, die da was drunter geschrieben haben. Ist alles super und hilft mir weiter. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt nicht alles reingepackt, was von euch aufgezählt wurde. Aber ein paar Sachen waren dabei, die fand ich richtig, richtig toll. Und vorweg, der Traubenzucker, der war drin, den habe ich inzwischen schon wieder aufgegessen. Also den Tipp mit dem Traubenzucker fand ich prima. Nur, den muss ich halt regelmäßig nachfüllen. Und da habe ich jetzt nicht dran gedacht gehabt, extra für dieses Video nochmal einen reinzupacken. Gut, ansonsten machen wir das Teil gleich auf und dann sage ich euch mal, was da noch neu dazugekommen ist. Den Rest kennt ihr ja schon, nur eben die Ideen von euch, die ich jetzt umgesetzt habe. Beziehungsweise danach kommt dann noch ein kleiner Teil, wo ich euch erkläre, warum manche Sachen, die ihr vorgeschlagen habt, jetzt immer noch nicht drin sind. Gut, erste Neuerung, das habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, ist, dass dieses tolle Lichtdingens hier jetzt außen dran hängt, damit man im Gepäck die Dose schneller findet. Das war natürlich eine geniale Idee und da hätte ich eigentlich selber drauf kommen sollen, können und schäme mich schon fast, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Zumal außerdem ist so in der Dose mehr Platz und das macht also echt in jeder Hinsicht viel mehr Sinn so, oder? Ne? Also, das war auf jeden Fall ein toller Tipp, der kam gleich von mehreren Leuten. Daher kann ich da niemandem konkret Danke sagen. Und dann haben wir jetzt an Innovation erstens mal noch ein Panzertape drin. Ich weiß nicht, ob das im letzten Video überhaupt drin ist. Ich glaube fast nicht. Das ist so gedacht, dass man das dann so in den Deckel reinlegen kann. Dann passt das in jedem Fall auf die Dose noch drauf, egal wie voll sie sonst ist. Das Zeug kennt ihr schon, das kennt ihr auch schon. Neu ist jetzt Dyneema-Seil, ein ganz dünnes. Hier steht es. 100 Pfund Tragfähigkeit. Warum da so ein schönes Zettelchen dran ist, dazu gibt es dann gleich noch ein anderes Video. Das will ich jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, beziehungsweise, oder ihr habt das andere schon gesehen, dann wisst ihr es eh. Als Ergänzungsseil und als Angelschnur zu meinem Paracord hier drin habe ich jetzt eben noch diese Stückle drin. Ich weiß gerade nicht, wie viele Meter das sind, aber ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz tolle Schnur und wie gesagt, dazu ein extra Video. Dann habe ich jetzt auch noch drin, ich war zuerst nicht überzeugt, aber jetzt, wo ich ihn gesehen habe, bin ich begeistert, Messingdraht. Zum Vergleich zu meinem Standarddraht, Moment, wo ist er? Hier ist er. Ist er natürlich viel dünner, es ist infolgedessen viel mehr und der eignet sich für feine Reparaturen an Kleidung oder quasi zum Rettungsdecke, zum Schlafsack zusammennähen oder irgendwie sowas, andere Klamotten zu einem Sack zusammennähen. Für solche Sachen eignet sich so ein Draht natürlich viel besser als mein relativ dicker Standarddraht. Da ich diesen hier aber auch noch als ja, zum Topf dranhängen oder sonst was verwenden kann, über dem Feuer einsetzen, einen Hobokocher verbessern, das habe ich euch ja alle schon erzählt, wofür ich den eigentlich eingeplant hatte, konnte ich mich nicht entscheiden, welcher Draht mir lieber ist und habe jetzt beide dabei. Herzlichen Dank für diesen Messingdraht, aber dazu, wie gesagt, das extra Video. Wenn ich das jetzt noch ein paar Mal erwähne, werde ich gleich gesteinigt. Gut, und ich habe vom Robin, und dazu gibt es jetzt nicht extra ein extra Video, ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, habe ich noch hier zwei Streifen, die guten Bundeswehr-Chlor-Wasserentkeimungstabletten bekommen. Da sind also jetzt auch Wasserentkeimungstabletten eben mit drin. Die sind kein absolutes Muss, aber andererseits sind die ja wirklich winzig klein und passen da noch gut rein. Und jetzt, da ich auch welche besitze, also herzlichen Dank an besagten Robin, habe ich die natürlich mit reingetan und bin begeistert. Der Robin schreibt, die sind natürlich nur für den Notfall und mit Sicherheit nicht besonders gesund. Und freiwillig würde ich Wasser, in dem die drin sind, auch nicht unbedingt trinken, wenn ich irgendein anderes Alternativgetränk kriegen kann. Aber klar, für Survival-Fälle ist das auf jeden Fall super, wenn ich nicht gleich beim jedem Wasser, das ich finde, meine Dose ausräumen muss, mir in meiner Dose das Wasser kochen muss, um es dann trinken zu können. Das geht zwar, aber gerade wenn man
man von A nach B will oder so, hat man ja nicht jedes Mal Bock, da ewig lange jetzt irgendwelches Wasser abzukochen und so Späße. Daher herzlichen Dank eben, wie gesagt, für diese Dinger. Eine Tablette ist für 500 Milliliter Wasser. Hier steht es natürlich auch und muss 20 Minuten einwirken. Der Chlorgeschmack sollte theoretisch dann irgendwann auch verfliegen, habe ich mal gehört. Inwiefern das jetzt in der Praxis funktioniert, weiß ich nicht und ich will es nicht ausprobieren, weil mir die Tabletten jetzt zu kostbar sind, um sie für solche Zwecke zu verwenden. Naja gut, vielleicht mache ich das doch mal irgendwann. Das Tolle bei diesen guten Bundeswehr-Tabletten ist, es steht bloß drauf, na, für den feldmäßigen Einsatz, allein das klingt ja schon mal geil, und es steht nur drauf, hergestellt am, also gut, auf diesen hier steht es jetzt nicht, aber auf den anderen steht es irgendwo, wartet, also Chlor für den feldmäßigen Einsatz, ja, na, Herstelldatum, ja, Januar 97. Das ist das Gute bei Bundeswehrausrüstung, wenn sie ein Bundeswehrausrüstung hat kein Verfallsdatum. Bestenfalls hat sie ein Herstellungsdatum. Und dann kann man sich ungefähr ausrechnen, dass das Zeug dann 50 Jahre oder was weiß ich, wie lange hält. Ich habe keine Ahnung, wie lang offiziell die Haltbarkeit von diesen Dingern ist, aber sie sind, glaube ich, unendlich lang im Prinzip zu verwenden, weil Chlor verwest ja nicht oder irgendwie sowas. Was anderes als Chlor ist da ja wirklich nicht drin. Und das hat kein Haltbarkeitsdatum eigentlich. Wahrscheinlich müsste man unter normalen Bedingungen in Deutschland trotzdem ein Haltbarkeitsdatum angeben, weil wir ja ein Bürokratieländchen sind. Aber eigentlich sollte das keins haben, rein chemisch gesehen. Naja, ja, also wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an den Robin. Da habe ich mich super drüber gefreut. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber hilft mir echt weiter und macht meine Dose jetzt noch viel toller. Und ich bin da super glücklich und zufrieden jetzt mit. So, und das war es auch schon mit den Neuerungen in meiner Dose. Damit seid ihr auf dem aller neuesten Stand. So nehme ich das Ding zurzeit mit in den Wald. Und da habe ich es jetzt gerade eben aus dem Rucksack genommen und euch jetzt so präsentiert. Ich habe das gar nicht erst großartig vorher speziell zusammengeräumt. Das ist der Ist-Zustand. Und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zur Theorie, was da sonst noch drin sein könnte, aber nicht ist. Ja, was von vielen von euch quasi angemerkt wurde, was in meinem Döslein jetzt immer noch fehlt, sind eben Medikamente. Da gab es dann das berühmte Durchfallmittel, das ich doch gerne mitnehmen sollte. Das habe ich nicht dabei, weil mehrere Gründe. Erstens, Durchfall hat ja meistens einen Grund. Man hat ja nicht Durchfall, um einen umzubringen, sondern man hat Durchfall, weil das, was drin ist, raus muss. Das macht der Körper ja also durchaus aus sinnvollen Gründen. Da quasi Notentleerung, wenn man das jetzt mal so bezeichnen darf. Heißt, wenn es nicht lebensbedrohlich wird mit dem Durchfall, dann sollte man den aussitzen im wahrsten Sinne des Wortes und dazu viel trinken und nach Möglichkeit irgendwo noch Mineralstoffe hernehmen. Das heißt, im Outdoor-Einsatz notfalls kann man ein bisschen am Kieselstein lutschen, eine Handvoll Boden futtern oder sonst was. Auch daher kann man ein gewisses Maß an Mineralstoffe bekommen. Wenn man irgendwie an Fleisch rankommt und eine fleischreiche Ernährung hat, hat man mit Mineralienmangel ohnehin keine Probleme, da ist alles drin. Und damit hat sich das Thema Mineralstoffversorgung geklärt und Durchfall, wie gesagt, im Regelfall aussitzen. Dass natürlich in einem Zivilisationsszenario dann ein Durchfallmittel durchaus Sinn macht, weil man dann halt nicht eben stundenlang auf dem Klo hocken kann, beziehungsweise über dem Loch im Wald, je nachdem, will ich jetzt mal außer zwei, steht natürlich gar nicht zur Debatte, das ist klar. Aber meine Dose ist ja für den Wald gedacht und wenn mich da dann der Durchfall packt, dann habe ich geplant, dass ich das eben aussitze. Ich weiß, kein schönes Thema, aber ich wollte es mal ansprechen, zumal da viele Kommentare in Richtung nimm doch was gegen Durchfall mit kamen. Ansonsten kann man, weiterer Grund, weshalb ich auf Durchfallmedikamente verzichten würde, ist, dass sich die wirklich gut aus der Natur improvisieren lassen. Also viele Antibiotika zum Beispiel kann man nicht wirklich improvisieren. Wenn man versucht, die aus der Natur zu improvisieren, dann hat man wieder Zustände wie im Mittelalter, wo die Leute an sämtlichen Bakterienerkrankungen einfach reihenweise sterben. So ehrlich müssen wir sein, es gibt da kein Naturheilkundemittelchen, was da wirklich so richtig krass effektiv ist. Es mag Leute geben, die was anderes behaupten, aber daran glaube ich nicht. Das
heißt jetzt nicht, dass ich recht habe. Vielleicht haben ja auch die recht, aber meine Meinung dazu ist, ich glaube nicht, dass es das gibt. Und das ist auch die Meinung der allermeisten Naturwissenschaftler zu diesem Thema, die sich irgendwie ein bisschen mit Medizin auseinandergesetzt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, aber das war jetzt nochmal ein Exkurs zu Antibiotika. Ich wollte auf das Durchfallzeug zurück. Lässt sich sehr gut durch Rinde verschiedener Baumarten improvisieren, weil die nämlich Gerbstoffe enthält und Gerbstoffe bzw. Tannine. Dann namentlich genau der Stoff ist meistens ein Tannin. Die haben die Funktion, dass sie bestimmte Nahrungspartikel aneinander kleben und zu einer Verklumpung bestimmter Nahrungspartikel führen. Und wenn das alles zusammenklumpt, kann sich jeder selber ausdenken, was das bedeutet, wenn man Durchfall hat. Man hat halt keinen Durchfall mehr, weil alles schön klumpig ist. Jetzt muss man nicht so ganz über die Konsistenz dessen, was da so dann bei Durchfall passiert, will ich jetzt nicht weiter philosophieren, aber nehmt einfach zur Kenntnis, Eichenrinde zum Beispiel. Ein Eichenrindentee beispielsweise wäre ein hervorragendes Verstopfungsmittel, wenn man da wirklich massive Probleme mit Durchfall hätte. Klar hat man das nicht so schnell griffbereit wie eine entsprechende Tablette aus der entsprechenden EDC-Dose, aber irgendwas ist ja immer, ne? Ja, und das zweite Medikament, was ich noch gerne angesprochen hätte, das sind dann die berühmten Schmerztabletten. Ich habe das irgendwo schon mal angesprochen gehabt und das kommt jetzt arrogant rüber und wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder 15 Daumen runter oder irgendwie sowas, weil ich es wage zu behaupten, dass ich die nicht brauche. Es ist leider Gottes so, ich habe da genetisch irgendwie den Vorteil weg, dass ich nicht so viel Schmerzen habe. Ich habe kein hohes Schmerzempfinden, ich leide da relativ spät erst. Das ist, das mag unfair sein und ich habe da nichts zu getan, dass das so ist. Habe da kein mentales Training oder sonst was gemacht, aber ich habe kein hohes Schmerzempfinden. Ich muss mir schon wirklich richtig wehtun, dass ich das als schlimm empfinde, dass es wehtut. Daher, Schmerzmittel müssten dann schon richtig heftige Teile sein, weil ich halt auch dann doch relativ schwer bin und relativ viel Masse habe und viel davon bräuchte, damit die überhaupt bei mir anschlagen. Und die sind dann schon wieder so sehr Hammer, dass ich mich damit dann auch wieder nicht vollpumpen möchte, weil dann mein Reaktionsvermögen, mein Urteilsvermögen, mein komplettes Denkvermögen dann doch ein bisschen beeinflusst ist. Und das will ich in keinster Weise haben, insbesondere nicht, wenn ich mich in einem Survival-Szenario befinde, in dem mein Urteilsvermögen eben gut sein muss und wo jede Entscheidung, gehe ich jetzt da lang, gehe ich da lang, klettere ich diesen Hang rauf, klettere ich diesen Hang runter und so weiter und so fort, möglicherweise meine letzte Entscheidung sein könnte. Und da will ich wirklich das bisschen, was ich am gesunden Menschenverstand besitze, auch in voller Verfügung für mich haben. Ja. Soll heißen, für mich persönlich machen also Schmerzmittel keinen großen Sinn. Zumal man ja noch dazu sagen muss, die heilen ja nichts, die helfen ja gegen nichts, es tut bloß einfach weniger weh. Wenn man also sich zutraut, dass man die mentale Stärke besitzt, mit den Schmerzen dann so weit zurechtzukommen, wie sie dann halt eben sind, braucht man die ja eigentlich nicht. Aber jeder hat ein unterschiedliches Schmerzempfinden, das ist genetisch bedingt. Da gibt es Leute, die haben halt eben die haben bessere Nerven in Anführungszeichen, spüren mehr, ergo tut's mehr weh. Ich bin da eher unterdurchschnittlich ausgestattet. Keine Ahnung, woran das liegt, wie gesagt, aber ja, ich habe mir mal das Handgelenk gebrochen, tat weh, aber ich bin halt erstmal in die Mensa gegangen, um Käsespätzle zu essen und dann ins Krankenhaus. Fand die Versicherung übrigens nicht so lustig, weil man wohl irgendwie zuerst ins Krankenhaus muss und dann in die Mensa, um Käsespätzle zu essen. Außerdem fand es die Mensa nicht gut, weil ich alles vollgeblutet habe. Aber war lustig, war doch ein einprägsames Erlebnis. Gut, ich schweife schon wieder ab. Das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Dose habe ich euch gezeigt. Medikamententhema habe ich euch erklärt, was ich dazu noch zu sagen hatte. Und wenn ihr jetzt immer noch Ideen habt, was ich unbedingt in die Dose reinpacken muss, dann gerne wieder her damit. Aber seid bitte nicht allzu enttäuscht, wenn ich nicht mehr viel reinpacke. Also viel kann euch, glaube ich, echt nicht mehr einfallen, was da jetzt noch fehlt. Ne? Also ihr könnt es gerne versuchen. Ich glaube aber, ich glaube, jetzt ist sie perfekt. Doch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.